Willkommen zurück zu Lego Harry Potter, die Jahre 1 bis 4 im Jahr 2. Und wir laufen hinter Sir Nikolaus her und wir sind jetzt wieder an dieser Stelle hier. Und wir können jetzt Parsel sprechen und das probieren wir jetzt mal aus. Wo haben wir das denn hier? Macht er das jetzt automatisch? Nee, ich glaube, der... Drücke B, um mit der Schlange zu springen. Haben wir schon, ne? Das war's schon? Okay. Jetzt? Was mache ich denn jetzt mit den Teilen? Ach, die kann ich bestimmt hier rauf. Oder auch nicht. Jungs, ihr nervt ein bisschen. Kann ich das irgendwie... Was mache ich denn damit? Noch ein Kram. Irgendwas muss ich doch machen, damit die hier mal Ruhe geben, oder? Damit die mal weggehen. Oder so. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll. So, geht mal weg. Du auch, Malfoy. Die sind schon mal weg, das ist ja großartig, aber... Das reicht auch noch nicht. Doch, ich kann sie doch da drauf basteln. Ja, okay. Ja, aber... so voll unnütz hier raufgedonnert. Vielleicht das Teil eher. Ja, okay. Und jetzt das Teil. Ah. Jetzt ist es auch eine Schlange geworden. Oder sowas. Mhm. Kann man das hier auch irgendwie... Ja, gut, wir lassen die Schlange Schlange sein. Leute, wo seid ihr? Kommt ihr mal mit, Ron und Hermine? Ich weiß ja nicht, was ihr da macht, aber ihr kommt jetzt bitte mit. So. Können wir noch zum Explodieren bringen. Sehr schön. Was muttert Mut? So, die auch. Hatten die schon? Nein! Oh, geh da wieder rein. Und warum kommt Malfoy jetzt immer mit? Ja, das Wappen. Da sind voll die Gefangenen auch. Okay. Dann sollen wir da hingehen? Machen wir erstmal nochmal die hier. Die auch alle gemacht haben. Ja, 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 ja. Okay. Kann man da hin? Ja, können wir. Und anscheinend brauchen wir wieder einen Trank. Oder können wir die Fische mitnehmen? Oder was kann man jetzt hier machen? Oh, wir können da doch hin. Das ist so knuffig animiert mit Hermine, so weil sie voll die Schlau ist. Oh nein, ich bin hinuntergefallen. So. Ja. Das hatten wir ja schon. Was kann ich denn jetzt mal machen? Können wir die Fische hier mitnehmen? Können wir das hier... Er wird zu schwach sein. Das schafft er doch nicht. Nee. Oh, voll doof. Dann gehen wir einfach so rein. Geht das? Weil er Parsel sprechen kann oder so? Nee. Dann gehen wir wieder zurück. Kommt ihr mit, Leute? Wir brauchen das Passwort. An der Stelle geht es nämlich darum, wenn das die Stelle dann ist. Das ist der
der Slytherin-Eingang, also für die Slytherins eigentlich für das Haus. Und da dürfen natürlich die Gryffindors gar nicht rein. Und damit sie da rein können, wollen sie sich als Crabbe und Goyle jetzt verwandeln. Und dazu werden wir wahrscheinlich gleich lernen, wie man Vielsafttrank braut. Der ist nämlich dazu da, dass man sich verwandeln kann in eine andere Person. Und das war Hermines Idee. Dauert zwar so 3 Monate, bis der Trank fertig ist, aber mal gucken, ob Hermine das schafft. Wo ist sie eigentlich? Hermine! Hermine ist gar nicht da. Ach, da wartet sie schon. Da wartet Hermine. Ja, dann wird das schon richtig sein, was ich hier erzähle. Sehr schön. Ja, habe ich mir fast gedacht. So, und warum machen die das? Warum wollen die da rein? Weil sie halt den Verdacht haben, dass jemand von den Slytherins bestimmt eher weiß, wer die Kammer des Schreckens geöffnet hat. Dass sie da vielleicht mehr Informationen rausbekommen. Was habe ich denn jetzt fabriziert? Weiß ich nicht. Geh mal hier um die Ecke. Sammel das alles schön ein. Meine Punkte! Die nehmen wir auch noch mit. So, die können wir auch anzaubern. Okay, jetzt habe ich einen Luftballon in die Luft fliegen lassen. Aus einer Flasche. Ah ja, und deswegen verwandeln sich die lieben Kinder in Crabbe und Goyle, die zwei Slytherins sind und die Freunde von Malfoy und hoffen darüber hinaus dann halt rauszufinden, ob der vielleicht mehr weiß, wer der Mörder ist oder die Kammer geöffnet hat und all sowas halt. 4 von 5. Wo sind denn jetzt die anderen? Kannst du den blauen auch bitte mitnehmen? Danke. Wink mal. Nur ein Mitglied des Hufflepuff-Hauses reagieren. Ach so. Ach, deswegen reagierte das andere Bild wahrscheinlich auch immer nie, weil das einfach nicht geht, weil wir kein Hufflepuff, sondern Gryffindor sind. Oder was? Könnte natürlich sein. So. Das können wir mittlerweile auch. Die Wichtel. Komm. Verzieh dich. Damit wir hier den Kochtopf richtig machen können. Vielsafttrank brauen können. Eine Zutat ist schon mal drin. Ich suche immer noch gerade den letzten Luftballon. Der müsste hier irgendwo noch sein. Kann man hier lang? Nein. Oh. Und ich habe gerade die Kirsche hier irgendwie wachsen lassen. Die nehmen wir mal mit. So, Kirsche auch rein. Jetzt haben wir es gleich. Oh, ich habe hier was runterschmettern lassen. Ja, und das hier auch. Dann haben wir ihn doch, ne? Rein damit. Yay, Justin Finch, Fletchley, freigeschaltet. Ich erinnere mich noch an Justin, aber nicht an den Nachnamen. Ich weiß auch gerade nicht so richtig, wer das nochmal war. Wo ist denn jetzt hier diese letzte Buddel mit dem Luftballon? Hier sind ganz viele. Geht das? Reicht das? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. So, für die Wappen kriegt man ja auch irgendwie nichts mehr. Geht mal weg da, damit ich an das Ding rankomme. Irgendwie, da schießt er nicht mehr leider hin. Was haben wir denn jetzt hier noch gefunden?
gibt hier so viel zu zerdeppern, ganz ehrlich. Aber wo ist denn der fünfte Luftballon? Ich meine, für diese Punkte kriege ich ja auch, glaube ich, nichts, aber... Die werden ja immer nie gezählt. Egal. Also ich sehe den nicht. Ich sehe diesen... Das Ding nicht mehr. Das auch nicht. Vielleicht ist es hier auch gar nicht. Egal. Gut, dann machen wir den Zaubertrank und verdütteln hier nicht zu viel Zeit. Es sei denn, der ist dahinter noch, aber glaube ich nicht. So. Ja, du bist ja kein Hufflepuff. Das geht natürlich nicht, weil... Ich weiß immer gar nicht, was ich hier nebenbei manchmal zauber. Ron, bist im Weg. So, und jetzt können wir uns verwandeln, oder was? In jemanden von den anderen. Zum Beispiel in Justin. Ja. Und weil das geht, können wir jetzt winken, weil wir sind ja jetzt ein Hufflepuff. Jawohl. Viel Saft dran. Wir haben ja noch nicht viele freigeschaltet irgendwie, ne? Naja. So, und als der bleiben wir jetzt, oder können wir da auch nochmal Winke-Winke machen? Hallo. Gib mal die Buddel. Ah, da ist sie doch. Ist das nicht die letzte? Mit dem Luftballon. Ja, so bekommt man die also. Da kann ich lange suchen. Juhu! Geschafft. Okay. Ja, kann man ja vorher nicht wissen. So, wir gehen, Leute. Wo gehen wir denn eigentlich mal? Müssen wir uns jetzt wieder verwandeln, oder? Und können die anderen jetzt auch sich verwandeln? Und wenn Ron sich in Harry verwandelt und die anderen in die anderen? Also, das wäre auch irgendwie lustig. Ich verwandle mich in Ron. So. So, wir können das ja sowieso machen, anscheinend. Frage ist, wo geht's denn jetzt hier raus? Hier. Wir gehen. Hol mal die Schlange da raus. Falscher Zauber. Ja. Wo ist denn jetzt das dusselige Gemälde? Er ist ja jetzt nicht mehr er. Aber das bringt uns an der Stelle nichts. Wir müssten halt Crab und Goyle werden, aber wo machen wir das? Da oben ist auch so ein... Ist da nicht... Bringt uns das hier was? Ist hier auch so ein Gemälde? Oder nicht? Nee. Wir laufen mal weg hier. Hier sollen wir nicht hin. Wir sind ja gerade Justin. Führe uns weg. Okay, dann gehen wir hier hin. Wir haben das jetzt gelernt in Trank. Ich hoffe, wir können uns dann auch in die beiden verwandeln. Nee, wir sollen hier lang. Wie gesagt, vielleicht klappt das dann auch da oben mit dem Gemälde jetzt, weil wir nicht mehr wir sind. Das ging ja die ganze Zeit nicht. Wink mal. Bist du ein Hufflepuff? Jawohl. Weil wir ein Hufflepuff sind. Gilderoy. Aha. Aha. Harry, blaues Hemd freigeschaltet. Ein Slytherin wäre wahrscheinlich gerade besser. So, hier ist eine... Treppe, bei der ich natürlich runterfall, weil ich zu doof bin, solche Treppen zu laufen. So. Ich hab's geschafft. Juhu. So. Noch so eine Raketen-Dingens. Und das Wappen können wir ja dann auch gleich nochmal. Juhu. So, dann gehen wir hier hin. Und ich glaube, hier sollen wir anscheinend auch hin. Das ist ja ultra cool. Aber wir brauchen Hermine hier an der Stelle. Lern mal wieder was, Hermine.
Sag uns, wie die Kästchen sind. Toll gemacht, Hermine. So, was war da jetzt drin? Hermine. Okay, als Katze, ja. Verständlich. Erkläre ich gleich. Oh, jetzt haben wir ihn da aber erschreckt und kriegen aber eine Quietscheente dafür. Warum auch immer. Noch mehr Punkte. Ich glaube, wir dürfen uns hier irgendwas bestimmt zurechtbauen. Ich nehme mal die Quietscheente mit. Oder nicht? Brauchen wir die nicht doch? Nee. Die Schränke? Ja, putzt mal schön. Kommen die hin? Achso, das sind die Räder. Okay. Oh. Aha! Ja, das war eine sehr schlaue Aktion. Aber nur, weil die anderen so doof sind. Weil Hermine ja dafür gesorgt hat, einen Schlafzauber in diese Muffins zu packen. Und das tun sie natürlich, damit sie an Crab und Golds Haare rankommen, damit sie die dann in den Vielsafttrank tun können, damit sie sich in die beiden verwandeln können, damit sie in den Slytherin-Raum gehen können. Ah ja. Geh in die Tonne, Hermine. Ganz toll. Hermine ist in einer Tonne. Hilft uns das irgendwie, dass wir hier in einer Tonne sind? Wahrscheinlich nicht. Den blauen kannst du dann auch nochmal mitnehmen. So, ich lasse es mal mit der Tonne. So. So, dann zauber mal hier deinen Wichtelzauber, Ron. Ja, mach mal. Nein, nicht ihn. Aber warum macht er denn ihn? Das ist immer ein bisschen doof. So, jetzt habe ich ihn. Geht doch. Ja, toll. Das bringt uns nicht viel. So, das gehört dahin. Okay. Und du gehörst doch... Es ist manchmal etwas kompliziert hier. Jetzt aber. Okay, wir brauchen Krätze. Krätze. Krätzes Einsatz ist wieder da. Oh, voll das schöne Schiffi. Schnell die Punkte. Oh, jetzt gehen die hier schnell wieder weg, oder was? Voll gemein. So. Gut. Haben wir das auch geschafft. Toll. Toll, Hermine. Was haben wir hier? Harry, mach du mal. Ja, da schlittert er aber voll runter irgendwie. Wie komme ich da dann hin? Ah, so komme ich da hin. Alles klar. Mit einer Fontäne. Geh da rauf auf das Blatt. Hui. Toll. Leute, ihr könnt auch mal was einsammeln. Warum muss ich eigentlich immer alles machen? Okay, hier kommen wir nicht weiter. Können wir da auch nicht hinzaubern? Doch, können wir.
Hm. Da wir da nicht durch können, lasse ich das mal. Und dann gehen wir hier durch. Nee, warte, da die Blume noch. Die Blume. Die Blume, die Blume, die Blume. Harry ist leicht hysterisch. Okay, dann vielleicht das Ding. Die Blume, die Blume, die Blume. Die will nicht. Jetzt mach schon. Warum nicht? Warum wächst du nicht? Mit allen Zaubern und Mitteln, die ich habe. Aber sonst wachsen die Blumen doch. Oh Mann, oh. Dann nicht. Dann nicht. So, Crab und Goyle, die nehmen wir uns im nächsten Part vor. Sieht ja schon mal sehr mysteriös hier aus. Und da hinten pennen die beiden wegen dem Schlafzauber. Gut gemacht, Hermine. Wir machen das nächste Mal weiter. Bis dann.